Ja, gestern hat uns der Weg geführt über Uppala, diese Stadt hier in der Nähe noch des Indianerreservates und eine ja, der wenigen Orte und Plätze, wo noch die Indianer so leben können, wie sie ja, in ihrem Land gelebt haben, viele, viele Jahre, Jahrhunderte. Nee, Jahrhunderte, keine Ahnung, da kenne ich mich nicht so genau aus. Fakt ist, dass es nur noch kleine Reservate gibt, kleine Stückchen Land, wo die sein können. Der Ort selber, Uppala, ja, ist jetzt nicht unbedingt sehenswert. Wir sind dann durch das Land gefahren, durch Costa Rica durch, muss sagen, absolut faszinierend. Haben uns dann entschieden, doch nicht über Liberia zu fahren, sondern Richtung Santa Teresa an den Strand sozusagen, wieder runter ans Meer. Ihr seht, das ist einfach ein Traum, wenn man hier am Meer ist. Das ist herrlich. Ja, und das war gestern eine absolute Abenteuerfahrt und Herausforderung. Schotterpiste ist klar, das ist hier ganz normal, aber es ist nicht eine Schotterpiste nur, sondern zum Teil sind die Strecken dermaßen steil und so große Schlaglöcher und tiefe Schlaglöcher. Also das hat mich gestern echt vor eine Herausforderung gestellt. Ich bin froh, dass Christoph da ja, das übernimmt und fährt und ich da in Anführungszeichen nur daneben sitze. Ja, und irgendwann standen wir dann vor einem Fluss, vom Wasser. Opala. Schild davor, not swimming crocodiles. Also irgendwie fand ich das kein so ganz einladendes Schild. Wir haben dann gesagt, okay, wir wagen es, weil es hat so ausgeschaut, wie wenn es relativ niedrig ist. Sind gut durchgekommen mit dem Auto. Was soll ich sagen, nicht lange dauert es, Viertelstunde später kommt der nächste Fluss, der schaut etwas tiefer aus, war auch deutlich tiefer. Dann kommen wir an einen dritten hin, da ist Christoph dann erstmal durchgelaufen. Es ging fast bis zu den Knien, aber es geht gut durchzufahren dann. Aber es ist so ein komisches Gefühl, also so, ja, Herausforderungen. Und ich glaube, das ist das, was man nicht nur auf der Weltreise erlebt, sondern diese Herausforderung gibt es auch in unserem Leben, in unserem Alltag, in unserem Business immer wieder. Und die Frage ist, wie gehen wir um? Wenn so, ich sage jetzt mal, hoha, einem der Atem hier wegbleibt, das Herz hier stehen bleibt, gehe ich durch, gehe ich auf mein Ziel hin oder drehe ich um? Ich wünsche dir, dass du für dich die richtige Entscheidung triffst und wünsche dir einen traumhaft schönen Tag.